Jo moin Leute, herzlich willkommen zum dritten Spieltag mit den Predictions der Kreisliga A für den Kreis Höxter für die Saison 2024-25 mit den Predictions. Los geht's, dritter Spieltag heute um 18.30 Uhr. TuS Pinneberg unterliegt SG Bekamer 2:3. Dann TSC Steinheim schlägt SV Bohnenburg 2:1. Dann ein SG-Duell. Heimauftakt für diese Saison in Hemsen für SG Erkenhemsen gegen SG Marienmünster-Rischnau. Das Ganze geht 2:0 aus für SG Erkenhemsen. Herzlichen Glückwunsch. Dann ein SV-Duell zwischen SV Germania Brienborn und SV Steinheim, die trennen sich 1:1 unentschieden. Ebenfalls unentschieden trennen sich der VfR Bodenreich und SG Albachsen-Stahle aber 2:2. FC Germania Wommeln unterliegt SG Dalhausen Titelsen Rote 2:4. SV Erster gewinnt 1:0 gegen SG Spielvereinigung Egge und um 19 Uhr FC Blau-Weiß-Weser gewinnt gegen TuS Lüchtring 3:1. So, das war's vom dritten Spieltag mit den Predictions der Kreisliga A für den Kreis Höxter Saison 2024-25. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehmt ihr das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung. Auf diesem Channel bis dann. Good kick, ciao.